In diesem Video zeige ich dir, warum du das hinter deine Tür oder auch auf die Fensterbank legen solltest. Denn dies hat einen entscheidenden Vorteil, den ich dir gleich noch erklären werde. Doch es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, das Ganze überhaupt bei dir anzuwenden. Eine Möglichkeit wäre, einen kleinen Raumduft selber herzustellen. Kippe dafür zur Hälfte Wasser in einen solch kleinen Flakon und dazu dann noch die weitere Hälfte mit Wodka auffüllen. Ich verlinke diese Teile übrigens unten in der Videobeschreibung, falls du einen solchen Duftflakon nicht bei dir zu Hause hast. Dazu geben wir jetzt ein paar Nelken. Dann noch die Duftstäbe hereinstecken und schon hast du diesen Raumduft fertiggestellt. Und den kannst du jetzt irgendwo so platzieren. Doch es gibt auch noch eine ganz andere Möglichkeit, falls du keine Nelken im Haus hast. Denn um das Ganze zu erreichen, können wir auch Lavendel benutzen. Ich benutze dafür ein ätherisches Öl mit Lavendel und gebe jetzt ein paar Tropfen davon in das kleine Gefäß hier, wo ich vorher, wie gesagt, zur Hälfte Wasser und zur Hälfte Wodka reingefüllt habe. Auch hier kommen die Stäbe dann wieder rein und schon können wir das Ganze anwenden. Du kannst stattdessen aber auch ein solches Lavendelsäckchen nehmen und auch dieses platzieren. Doch wo genau solltest du es jetzt hinstellen? Hinter deine Fenster, irgendwo hinter die Tür, im Prinzip überall, wo du kleine ungebetene Gäste fernhalten willst. Denn es gibt Tiere, die diesen Geruch überhaupt nicht mögen und daher fernbleiben, die du auf gar keinen Fall in deiner Wohnung haben möchtest. Ich zeige dir gleich, um welche Tiere es sich handelt. Du kannst übrigens auch einen solchen Lufterfrischer nehmen und hier etwas Lavendelöl reinkippen, damit deine Wohnung angenehm riecht und auch diese kleinen Tierchen fernbleiben. Und bei diesen Tierchen handelt es sich um Silberfische. Diese findest du meistens im Bad oder in der Küche und hier willst du sie sicherlich absolut nicht haben. Da sie die Gerüche von Nelken oder auch Lavendel gar nicht abkönnen, werden sie fernbleiben. Platziere das Ganze also dort auf, wo die Tiere in deine Wohnung kommen und du wirst sie in Zukunft nicht mehr sehen. Möchtest du jetzt außerdem noch wissen, warum du unbedingt Salz in deinen Kühlschrank stellen solltest, dann schau dir auch dieses Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich ebenfalls wirklich sehr freuen.